Karren, bitte. Damit bin ich jetzt davon gekommen, ja? Gut. Hier wäre auch ein Heuhaufen gewesen. Da oben auf dem Dach, die beiden Kollegen sind wieder da. Ich muss den Einzelnen in der Gasse hier ausschalten, damit ich da durchkommen kann. Oh, das dauert, das dauert, das dauert. Na, schießen doch ab. Warum macht er es nicht? Ich drücke die Taste für den Bogen, aber er hat irgendwie keinen Bock. Ah, ich habe keine Pfeile mehr. Verdammte Axt. Ich muss, wenn er sich umdreht, muss ich springen und muss ihn töten mit einem Sprung. Ach, Pfeile, Pfeile. Ich wusste nicht, dass die Pfeile ausgehen können. Sneaky Tete. Aber hier ist im Moment noch keiner. Hier auch nicht. Das heißt, ich komme bis dahin. Ah, Connor. Da bist du ja. Ich möchte dir Cyrus vorstellen. Ist das der Mörder? Ruhig, mein Junge. Cyrus ist auf unserer Seite, oder wenn der Preis stimmt, wird er es sein. Kennt jemand diesen Mann? Sieh zu und lerne. Hört, hört! Wir erfuhren, dass der Verantwortliche für die heutige Schießerei womöglich verkleidet war. Eine Perücke und Schminke wurden in der Nähe des Tatorts gefunden. Zeugen sprechen von einem Mann mittleren Alters und blassem Teint, der zu den Landungsbrücken floh, ein Gewehr im Arm. Ich danke euch, Cyrus. Gerne. Dann komm mit. Eine letzte kleine Aufgabe bleibt uns noch. Okay, also muss ich gar nicht alle abreißen, so wie es aussieht. Wo gehen wir hin? Zum Drucker. Oh, das war ja gar nicht so kompliziert. Sie stammen aus einer Maschine. Wir müssen sie abschalten. Ha. Das ist wieder relativ undurchsichtig. Entweder ich habe es übersehen oder keine Ahnung. Also ich habe es so verstanden, dass ich alle Plakate abreißen muss. Sonst hätte ich mich auch gar nicht so lange damit aufgehalten. Ich dachte nur, wenn ich jetzt entdeckt werde und dann noch beim, weiß nicht, wenn ich beim vorletzten entdeckt werde, dann hätte ich mich richtig geärgert, ja. Darum lieber ein bisschen langsamer machen, aber das war wohl wieder mal falsch gedacht. Ich habe das Bedürfnis, einen Schluck zu trinken, aber ich glaube, ich muss hier neben ihm herlatschen. Ach, gucke da, die knutschen. Ihhh, guck mal. Ihhh. Ich bin auch völlig unauffällig mit meinem Indianer-Outfit. Da ist der Name Connor, der macht mich natürlich gleich direkt spanisch.
Wo will er denn mit mir hin? Eine Stadtrundfahrt machen? Ach so, da kommt er angelatscht. Hä? Ich bin dem Falschen hinterhergelaufen? Was soll ich denn jetzt machen? Hallo? Ach, muss ich den treffen? Tatsache, ich bin einem anderen Typ... Oh, ich bin auch so doof. Ich bin irgendeinem Typen hinterhergelatscht. Und eigentlich latscht er mir hinterher. Oh. Verdammt, wir sind zu spät. Da ist ein Kontrollpunkt. Komm mit. Hier lang. Ich könnte über die Dächer gehen und dich dort treffen. Nein. Besser, du lernst erstmal die Tunnel kennen. Tunnel? Die Freimaurer haben ein ganzes Netz davon unter der Stadt. Sie sind recht nützlich, wenn Eile und Geheimhaltung nötig sind. Ja. Wo ist denn hier entlang? Ich kann doch einfach hier lang gehen. Bin doch völlig inkognito. Oh, ein schönes schwarzes Pferd. Naja, wo ist denn das Problem? Ich laufe hier einfach lang und du läufst mir hinterher. Obwohl, ich muss da lang. Ah, da darf ich nicht lang, deswegen. Mein Kumpel steht da und backt an einem Pferd rum. Ich versuch's einfach mal. Aber so richtig in die Nähe bringt mich das, glaube ich, auch nicht. Sei denn, hier war gerade eine Straßensperre und die haben nur freigemacht für den hier. Hier steige ich mal aus. Ah, ich war gerade schon richtig. Hier darf ich jetzt wahrscheinlich nicht durch. Sieh zu, dass du Land gewinnst. Ach, komm schon. Sei kein Frosch. Nein, ich jage der Seite jetzt nicht hinterher. Ich möchte nämlich eigentlich nur dahin. Du hast keinen Grund, hier herumzuschleppen. Aber ich weiß nicht wie. Oh, hallo, Verzeihung. Jetzt bin ich einmal im Kreis gelaufen. Was für Tunnel? Sprich mit mir. Hier vielleicht? Ich weiß nicht, wo ich lang soll. Ich komme hier nicht durch. Ich komme einfach nicht durch. Irgendwelche Tunnel, folge mir. Ja. Ich würde dir ja folgen, aber... Du lässt mich ja nicht. Und komm bloß nicht wieder. Es wird Zeit, dass du die Tunnel kennenlernst, hat er gesagt. Aber was für Tunnel? Ich meine, ich gehe da jetzt einfach rüber, was soll's? Ist mir jetzt egal. Sei stark, du kannst es schaffen. Ich glaube an dich. So. Hier wären wir also. Ich sehe dich drin. Ah. Mhm. Auf einmal gibt's doch über die Dächer und so. Doof, Mann. Oh, jetzt habe ich aber auch Durst. Ah, na, klasse. Meine Pfeile sind alle.
Das nervt mich ja nur ein bisschen. Warte. Na gut. Aha. Zünde die Lampen mit deiner Laterne an, Connor. Sie zeigen uns den Weg, sollten wir umkehren müssen. Und weshalb bauten Sie diese Tunnel? Ist das eine Lampe? Nee. Sehr gut. Lass uns weitergehen. Voll das Labyrinth. War da noch eine Lampe? Nee. So sehr es mich schmerzt, das zu sagen, aber wir müssen den Ratten folgen. Sie bewegen sich oft in Richtung Ausgang. Na dann, machen wir das doch. Ein Lichtlein an. Ich glaube, ich bin instinktiv richtig gelaufen oder man kann hier gar nicht falsch laufen. Weil hier ist ja schon der Ausgang. Gut, gut. Du hattest recht. Ich entschuldige mich für meine Zweifel. Kein Wunder, dass Achilles so an dir interessiert ist. Teufel! Ich schätze, Schlosserknacken gehört nicht zu deinem Repertoire. Och nee. Ja. Nochmal. Gut gemacht. Oh. Der Drucker ist nicht weit. Wir sehen uns dort. Ach doch, das war nicht so schwer wie das letzte Mal. War wohl ein altes Schloss. Nicht so ein neues wie an dieser blöden Truhe. Jetzt habe ich ihm leider nicht zugehört, was er mir gesagt hat, aber ich hoffe, dass es auf der Map wieder eindeutige Hinweise geben wird, die es eigentlich nie gibt. Oder die ich einfach immer gekonnt übersehen habe. Ohne Aussichtsturm. Da möchte ich bitte hin. Den habe ich eigentlich schon. Ich kann mich erinnern, dass ich hier schon mal hochgeklettert bin. Ich mach's trotzdem nochmal. Das war ja mit Haytham damals. Wie der Vater, so der Sohn. Na, war doch fast der kürzeste Weg. Oh, die mögen mich wohl nicht. Ein Almosen erbitte ich für unvorstellbare Schätze. Keinen Schritt weiter, ohne diese Schönheiten zu bestaunen. Warum? Moment, ich möchte bitte in meinen Questlog gucken, falls ich sowas habe. Tja. Gute Frage. Nächste Frage.
mit Samuel Adams treffen, der da drin ist. Boah, sind das viele. Sind ja auch nicht viele oder so. Oh, diese Kameraansicht. Die haben mein Pferd abgeknallt. Die sind ja frech. Nein, habt ihr nicht. Aua, doch habt ihr. Wagen, 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 Wagen. Kein Karren. Ach komm schon. Ich bin doch schon wieder hier. Hier war ich auch schon tausendmal.